Bekannt ist sie eigentlich für sommerlich warmen Sand. Jetzt zeigt sie ein ungewohntes Gesicht. Bis zu 1,4 Meter hoch türmt sich der Schnee in Höhenlagen über 800 Meter auf der spanischen Insel Mallorca. Bäume wurden entwurzelt, Einsatzkräfte der militärischen Nothilfe konnten teilweise erst nach Stunden zu eingeschneiten Menschen vordringen. Im Kloster Jück im Norden der Insel waren knapp 100 Ausflügler ohne Handyempfang und Strom eingeschneit. Am Dienstag wurden sie von der Bergwacht befreit. Sogar an einigen Stränden schneite es, mehrere Straßen brachen wegen Unterspülung ein. An den Küsten der Insel deckten die stürmischen Winde Hausdächer ab, heftiger Regen sorgte für Überschwemmungen. Am Mittwoch zog das Sturmtief Richtung Italien ab. Auf Mallorca gehen die Aufräumarbeiten weiter. Die Behörden haben um Hilfe vom Festland gebeten.